Nach Beendigung der Vorrundenspiele in der Gruppe B müssen wir uns leider aus Klagenfurt, Kärnten und vor allen Dingen von dem wunderschönen Wörthersee-Stadion verabschieden. Gott sei Dank hat die deutsche Mannschaft die Qualifikation fürs Viertelfinale noch am letzten Spieltag mit einem 1-0-Erfolg über Österreich geschafft. Ja, es war ein Zitterspiel, es war kein schönes Spiel. Das goldene Tor hat geschossen, ja, wie kann es schon anders sein, Michel Ballack, unser Mannschaftskapitän. Er hat damit wieder mal bewiesen, er läuft nicht nur die meisten Kilometer, er schießt auch immer wieder die entscheidenden Tore. Ansonsten müssen wir uns sicherlich noch was steigern, aber wie gesagt, bei dem Spiel ging es nicht um Schönheitspreis, es ging nur um den Erfolg und ums Weiterkommen. Und das ist der deutschen Mannschaft gelungen. Ja, und ich habe nach dem Spiel auch mit Österreichs Liebling, dem Doppel-Olympiasieger und Weltcup-Gewinner im Skiweitspringen, Thomas Morgenstern, mal über das Spiel gesprochen. Ja, jetzt ist der Thomas Morgenstern hier bei mir, der große österreichische Sportler, junger, netter Kerl. Er ist ja Weltcupsieger im Skispringen, Olympiasieger, eigentlich auch Überflieger in Österreich. Er hat hier alle Herzen der Frauen erobert, auch selbst der Männer. Was sagst du denn jetzt Österreich? Ich bin natürlich happy als Deutscher, dass wir heute, ich sag mal, verdient, aber auch glücklich 1-0 gewonnen haben in Wiener Praterstadt. Es war ja eine Zitterpartie. Auf jeden Fall. Es war natürlich schön gewesen, wenn wir das Wunder von damals wiederholen hätten können. Aber ich glaube, wenn wir heute die Österreicher gewonnen hätten, dann wäre der 16. Juni Nationalfeiertag. Ja, der 16. Juni war schon die Nationalfeiertag gewesen. Und ja, die Spieler werden zu Helden erklärt. Und, aber man muss auch sagen, Thomas, die Jungs für die österreichische Nationalmannschaft hat sich dennoch trotz Ausscheiden bravourös geschlagen. Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist keine Schande, dass man gegen Deutschland verliert und man hat in den ersten zwei Partien nicht wirklich das nötige Glück gehabt, aber ich habe in der Mannschaft einen richtigen Biss gesehen und eine Freude und ja, schade, dass es nicht für das Ziel Viertelfinale gereicht hat. Ja, gegen Kroatien haben sie auch eigentlich unglücklich 1-0 verloren, genau. Und heute stand das Spiel gegen die Deutschen, genau, noch lang auf Messerschneide. Ja. Ein wunderbarer Freistoß von Michel Ballack im Winkel, hat also die Deutschen praktisch erlöst und das war gleichzeitig auch für Österreich das Go. Aber ich glaube, die Stimmung ist in Österreich trotzdem gut. Die Jungs hier, Hickersberger und Co. können erhobenen Hauptes das Turnier beenden. Oder wie siehst du es anders? Na, auf jeden Fall. Also es waren, glaube ich, drei sehr gute Spiele. Es war halt das Problem, dass wir eben die Tore, glaube ich, nicht geschossen haben. Ein bisschen die Erfahrung also noch gefehlt. Die Erfahrung auch vielleicht. Vorne die Cleverness. Man hatte ja noch einige Torschancen. Auch heute, der Gomez hatte ja am Anfang einen unmöglichen Versieg. Und dann war der so ab der 20. Minute drauf und dran, hat 1-0 zu erzielen. Auf jeden Fall. Und das war halt das Schade, dass man halt einfach nie in Führung gehen hat können. Und ja, aber es ist wahnsinnig schön, dass man eine Europameisterschaft im eigenen Land hat, weil man so ein Stadion in Kärnten hat, in Klagenfurt, und der Traum ist super gelungen und ich freue mich immer wieder, wenn ich herkomme. Und wer wird Europameister? Wer ist dein Tipp? Mein Tipp ist, ehrlich gesagt, Spanien. War auch mein. Und war auch deiner. Ja, ja. Und Geheimtipp eben Deutschland. Ja, die Deutschen haben sich heute nicht mit Ruhm bekleckert, aber man hat gesehen, die Nerven lahmen lang. Wenn man überlegt, dass selbst Josef Hickersberger, besonderer Coach, oder auch Jogi Löw, ebenfalls ein sehr, sehr vernünftiger Mann, dass die heute noch in der ersten Halbzeit auf die Tribüne mussten, da weiß man, dass da die Nerven bei beiden Klavier gespielt haben. Auf jeden Fall. Da Spanien unser gemeinsamer Geheimfavorit ist und hältst du davon, wenn ich dich einlade, 22. Juni in Wien, Viertelfinale, Spanien gegen Italien, Frankreich oder Rumänien? Ja, Obertraum. Also, die Einladung besteht. Danke, danke. Wir sehen uns in Wien. Danke, danke. Alles klar. Danke, ja.